Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Nach längerer Pause endlich mal wieder ein neues Video von mir. Eigentlich sollte es mit dem 63er Käfer weitergehen. Da hatte ich das Video auch schon begonnen. Durch Hausbau, Umzug ist das ein bisschen liegen geblieben. Das werde ich demnächst weitermachen oder vielleicht beginne ich es auch von vorne. Da muss ich mal gucken. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wo ich da geendet bin, was ich gesagt habe. Mal gucken. Danach soll es dann ja in den Bus weitergehen. Heute geht es aber erstmal um diesen Käfer. Es wird kein Umbauvideo werden, sondern es ist Ende November, Anfang Dezember. Die Weihnachtszeit steht vor der Tür. Damit auch die Twinkle Light Cruise in Hannover. Das ist eine Lichterfahrt von mehr als 100 Fahrzeugen. Da waren wir die letzten 2 Jahre, sind wir da auch schon mitgefahren und das ist immer echt ein Highlight. Ja, das steht bevor und dafür muss ich den Käfer heute schmücken. Am Wochenende haben wir Weihnachtsfeier von unserem Oldtimer-Stammtisch. Da sollte er dann schon geschmückt werden, deshalb fange ich heute so früh an oder dieses Jahr so früh an. Ja, geplant ist also, dass wir am 16. Dezember die Twinkle Light Cruise damit fahren. Hängt natürlich vom Wetter ab, bei Schnee oder ja, Eis. Salz, da fahre ich natürlich nicht auf die Straße mit dem. Okay. Ja, was wir dafür brauchen, das ist einmal natürlich eine Lichterkette. Ich habe mich hier für eine 100 Meter Lichterkette mit 1000 LEDs entschieden, mit 230 Volt. Ich habe damals mich dafür entschieden. Dafür brauchen wir natürlich dann einen Wechsellichter. Eine Zusatzbatterie, damit ich auch im Stand die normale Fahrbatterie nicht leer mache. Deshalb habe ich mich da für eine Zusatzbatterie entschieden. Genug Tesafilm, um die Lichterkette zu befestigen. Bisschen Befestigungsmaterial für die Deko, für den Dachträger, die sich da befindet. Ja, der Käfer ist schon gewaschen, also wir können direkt starten. Hier drin ist es schon relativ kalt. Ich hoffe, dass das Tesafilm dann auch auf dem Fahrzeug hält. Nicht, dass es dann zu kalt ist oder so eine leichte Kondensschicht drauf bildet. Muss ich gleich mal schauen, ansonsten muss ich ein bisschen heizen hier. Ja, die Herausforderung ist, diese 100 Meter Lichterkette irgendwie in einem über dieses Auto zu verteilen. Ja? Da sollte man sich am besten mal im Vorfeld schon Gedanken zu machen, wie man das am besten handhaben kann. Ich mache das so, dass ich hier aus dem Dreiecksfenster von innen rauskomme. Erst einmal die Tür mache, dann gehe ich über den vorderen Bereich, über das Trittbrett, dann nach hinten, den hinteren Bereich, über das Dach zur anderen Seite und dann dementsprechend dann nach vorne. Aber da kann man sich im Vorfeld mal so Gedanken machen, wie man das am besten verlegen kann, damit man nachher auch zum einen mit der Lichterkette auskommt und zum anderen nicht so viel übrig hat. Okay, ich würde sagen, ich installiere da nochmal die Kamera und dann können wir starten. So, die Kamera ist installiert, läuft nebenbei. Würde ich sagen, legen wir los. Ja, das ist diese Lichterkette aufgerollt auf eine Rolle. Hier ist der Stecker. Ich fange so an, dass ich den Stecker das quasi reinlege und dann langsam anfange hier meine Bahn zu legen. Ja, ich fange an, mache die ersten Kleber und dann hole ich euch wieder dazu. We'll be right back.
So, die ersten LEDs sind geklebt. Ich bin jetzt hier raus, einmal hier oben rum, um den Scheibenrahmen. Und hier gehe ich dann erstmal nach vorne. Hier müsst ihr, an der Tür müsst ihr aufpassen, dass ihr da eine kleine Schlaufe legt, denn ihr wollt ja schließlich nachher noch aufmachen können. Ja? Also, ich mache das so, dass ich zwischen jeder LED mindestens einen Tesafilmstreifen klebe. Bedeutet natürlich auch, dass man zum Schluss mindestens 1000 Tesastreifen geklebt hat. Ja, so sieht das aktuell aus. Werde jetzt weitermachen. Es wird noch ein bisschen dauern jetzt natürlich. Ja, zu den Tesastreifen selber kann ich sagen, ich habe mir zuerst auch Sorgen gemacht, aber ich hatte das jetzt schon 2 Jahre hier so gemacht und hatte nie irgendwelche Probleme hier am Lack. Also erstens hat es gut gehalten, hat aber auch nichts beschädigt. Also ja, von daher, ich mache weiter, halt euch auf dem Laufenden. So, die Kamera ist leider zwischendrin ausgefallen. Ich hoffe, ich kriege es jetzt noch ein bisschen aktiviert. Ja, aktuell ist es so, dass ich quasi hier von vorne unten über die dritte Stufe nach hinten gegangen bin. Dann erstmal hinten die Schlangen geklebt habe, über das Dach wieder nach vorne. Über die Kofferraumhaube jetzt gehe ich jetzt hier und dann geht es nochmal über den Kotflügel. Das ist der aktuelle Stand. Ich hoffe, ich kriege die Kamera jetzt wieder zum Laufen, dass sie noch nebenbei ein bisschen läuft. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Fenster raus. Habt ihr ja gesehen, einmal ums Fenster rum, nach vorne, über den Kotflügel, nach hinten. Die Motorhaube habe ich freigelassen, weil die bei mir immer sehr heiß wird. Da weiß ich nicht, was der Tesafilm mit dem Lack macht, deshalb habe ich das freigelassen. Ansonsten, die andere Seite sieht identisch aus. Hier oben ist das Ende. Das Stückchen ist noch übrig. 1 Meter. Gucken, wo ich das hinlege. Ansonsten ist er soweit fertig. Ja, bei Tag sieht es noch recht ungewöhnlich aus. Bei dem dunklen Lack hätte man natürlich auch besser eine dunkle Kette nehmen sollen. Gut. Im Dunkeln, wenn die Beleuchtung an ist, dann sieht man das nicht mehr. So, und wie ihr seht, hier sind überall Klebestreifen zwischen. Ein Tipp gebe ich euch, nehmt nicht den günstigen Klebestreifen. Das funktioniert besser mit den bekannten Marken. So, weiter geht's am Käfer. Ja, ich würde sagen, wir fangen dann an mit der Deko auf dem Dachgepäckträger. So, hier drin habe ich
den guten alten Weihnachtsbaum. Ich leg mal kurz zur Seite. So, das ist das gute Stück. Muss ich noch ein bisschen zurechtbiegen und noch befestigen. Genau. Einmal der Weihnachtsbaum und dann kommt jetzt noch der Schlitten da oben drauf. So, ich bin jetzt soweit fertig. Habe gesehen, ein paar Klebestreifen lösen sich wieder. Da muss ich nochmal nachkleben. Also denkt dran, nicht den billigen nehmen. Nehmt da richtigen. Da erspart euch ein bisschen Arbeit. Ja, ihr seht gleich das fertige Ergebnis im Dunkeln beim Leuchten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich über einen Daumen hoch freuen. Schön, dass ihr dabei wart. Für die, die hier den blauen Käfer und den Bus, die Projekte nicht verpassen wollen, abonniert den Kanal, da gibt es dann weiteren Content. Ansonsten, 16. Dezember, Twinklight Cruise Hannover. Vielleicht sieht man sich mit oder ohne Auto. Wie auch immer, würde mich auf jeden Fall freuen. Also bis dann, ciao.